Das Click-and-Collect-System ist ganz einfach. Wir wollen es an dieser Stelle aber noch mal kurz erläutern. Man sucht sich einfach das Essen seiner Wahl aus, klickt an, wie oft man das haben will und dann geht man auf Weiter. Immer bis 12 Uhr mittags kann man sein Essen für den nächsten Tag bestellen. Später als 12 Uhr geht es leider nicht, das kriegen wir dann mit den Vorbereiten der Zutaten nicht mehr hin. Man muss seine Kontaktdaten eingeben, vor allen Dingen wichtig ist aber die E-Mail-Adresse, denn dorthin wird die Bestellbestätigung ja gesandt. Bitte immer auch mal im Spam-Ordner schauen, wenn nichts angekommen ist, unsere Mails landen da manchmal. Den Nutzungsbedingungen muss natürlich auch zugestimmt werden, das kennt man natürlich von verschiedenen Seiten. Wenn man dann aber auf Weiter geht, das ist wichtig, muss man auch angeben, in welchem Zeitfenster das Essen abgeholt werden soll. Da kann man nämlich auch gleich sehen, wie viele Portionen vom gewählten Gericht im jeweiligen Zeitfenster noch da sind. Dann einfach auf Bestellen klicken und kurz warten, bis das Bestätigungsfenster aufploppt. Die E-Mail, die eingeht, enthält nochmal alle Informationen und vor allem den QR-Code. Der wird in der Mensa gebraucht, weil er nämlich eingescannt wird und dann wissen die Mitarbeiter gleich, was sie rausgeben sollen. Den kann man sich im Wallet speichern oder, je nachdem welches Gerät man hat, einfach auch als Bild. Ausdruck geht selbstverständlich auch. Wichtig ist, gezahlt wird wie immer vor Ort mit der Mensa-Card. Ja, ihr seht richtig, das Essen kommt in einer Umverpackung. Das geht aktuell aufgrund der Corona-Bestimmungen nicht anders. Kleiner Trost, die Verpackungen sind biologisch abbaubar. Die Umverpackung kostet übrigens extra. Wie viel? Das wird vor Ort ausgewiesen. Plastikbesteck muss man natürlich nicht nehmen, wenn man keines braucht. In der Mensa darf das Essen nicht verzehrt werden. Die bleibt wegen Corona noch geschlossen. Man kann sich das Essen aber gerne auch zu Hause noch mal ein bisschen warm machen. Entweder am Backofen, hier für 5 bis 7 Minuten einfach bei 110 Grad erwärmen. Oder man nutzt die Mikrowelle, das geht auch. Hier dauert es bei 800 Watt ca. 3 bis 4 Minuten. Soweit. Wir freuen uns natürlich, dass wir euch jetzt schon ein Angebot machen können. Ein bisschen perfektionieren müssen wir es noch, werden wir aber tun, versprochen. Euch wünschen wir erstmal guten Appetit.